Ja, Leute, willkommen zurück. Part 9. Wir sind immer noch hier in dieser, ja, in diesem Wachenlager. Wie man es nennen mag. Ich durchsuche jetzt hier noch schnell alles. Ich muss dazu erwähnen, auch dieser Part wurde nachvertont. Erst ab Part 10 ist das Ganze wieder quasi mit Live-Kommentaren. Da ich in dieser Aufnahme hier hatte mein Windows leicht gefailt. Hier ist so ein Tagebucheintrag. Okay. Ja, jedenfalls, ich habe mir eben gerade mal, oder habe eben zuvor Part 8 mal gerendert. Da haben wir es angehört. Das Comment dort ist sehr laut und ich habe auch ein Rauschen im Mikrofon. Ich hoffe, ich konnte das jetzt hier fixen. Nur ich möchte nicht hier die Parts rendern, angucken, merken, es sind Fehler, nochmal neu rendern, wieder neu vertonen. Nee. Deswegen tut es mir leid, dass ich da etwas laut war. Der Ingame-Sound dafür etwas zu leise. Und wer ist das? Wir können ihn nicht ansprechen, auch wenn es da steht. Er dreht sich immer nur weg. Gucken wir mal, ob es hier andere Shields gibt. Hier gibt es ein richtig fettes Shield sogar, Kapazität 136. Allerdings ohne Heilung das Ganze. Erzeugt er dafür, wenn es aufgebraucht ist, einen Schock. Ich weiß nicht, wie effektiv diese Schocknova ist. Ob es echt was bringt, aber wir warten jetzt nochmal hier diese 10 Sekunden und schauen mal, was dann als nächstes, als Angebot des Tages angeboten wird. Und ja, Zeit ist abgelaufen. Nochmal raus aus dem Shop, wieder rein. Und jetzt ein blaues Shield mit 155 Kap Shield-Kapazität. Zwar ohne Heilung, aber verdammt hohe Shield-Punkte. Das wird natürlich geholt, weil ob ich 105 Shield habe oder ich weiß nicht, was es jetzt insgesamt sind. Knapp 200 müssten es sein, wir werden es gleich sehen. 201. Also fast 100 Punkte mehr an Shield, dafür keine HP-Regeneration. Damit kann ich leben. So, und wir werden jetzt mit Dr. Z sprechen. Und heizen dort mit unserem Gefährt hin. Aber vorher, ich hatte ja im letzten Part hier schon die Kisten gesehen. Werden wir diese noch leer räumen. Ich weiß, ich kaufe mir immer schnell viel. Sobald ich was Neues sehe, muss ich das haben und muss das kaufen, auch wenn es manchmal vielleicht unnötig ist. Dadurch habe ich nie so massig viel Geld. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Bisher hatte ich noch keine großen Probleme mit Geld. Licht geht auch automatisch an, wenn es dunkel wird. Ja, wie auch schon angesprochen, ich als alter Profi-Sniper verschieße auch das ein oder andere Mal, aber in diesem Spiel ist das nicht so wichtig. Stirb! So, und dann mal auf zu Dr. Z. Quest abgeben. Keine Ahnung, was der so weit oben wollte. Aber gut, er hat eine Pistole droppen lassen. Auch das sind wieder 41 Dollar, wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Damit kann man nur leben. Kann man auch mal 3 Schuss verballern.
Ja, und es gibt neue Quests. Aber erstmal in der den Nähe alten der Schrott Kreuzung auf abgeben. dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Shep. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Echt hart. Dieser Shep ist ein guter Typ. Wäre schön, wenn du ihm helfen würdest. Das machen wir doch. Und hey, wir hatten ein Level up. Level 11 sind wir mittlerweile. Wie alle anderen. Achso, ja, und für diese Quest eben haben wir einen neuen Waffenslot freigeschalten, in dem wir uns jetzt eine andere Waffe noch reinziehen können. Mal schauen, welche oder was wir dafür nehmen. Ja, es wäre vielleicht noch was anderes nett, außer SMG und Sniper. Warum sollte ich mir jetzt ein zweites SMG reinziehen? Da gehe ich doch lieber auf einen anderen Munitionstyp. Dass falls ich mal für eine Waffe keine Munition habe, habe ich dann aber noch eine andere Waffe. Also habe ich jetzt überlegt, dieses SMG nehmen, was eigentlich viel zu wenig Schaden macht. Ich weiß nicht, warum ich mir das angeguckt habe. Wahrscheinlich, weil es grün war und ich direkt wieder mir das Leuchten in die Augen kam. Nee, aber ich hatte überlegt, nehme ich eine Pumpgun dafür oder vielleicht so ein Combat Rifle. Combat Rifle war gerade im Angebot des Tages. Das ist auch noch einem Laden, wo die Feuerrate 5 Punkte weniger ist, aber die Zielgenauigkeit 3 Punkte höher. Schwere Entscheidung, ansonsten gleiche Werte, Nachladegeschwindigkeit plus 41%, 1,4 Waffenzoom. Ich habe mir dann die gekauft. Sie war ja immerhin im Angebot. So, dann verkaufen wir auch noch unseren alten Mist, den wir einstecken haben. Ja, die klangen relativ verlockend, dadurch, dass die 19 Schaden macht plus Feuer. Aber gut. SMG haben wir direkt angelegt, auch wieder eine mit Visier. Ihr wisst ja, nicht so mein Fall. Aber was soll's. Ja, wir haben uns erstmal für die Combat Rifle noch ein Speicherdeck-Upgrade geholt, dass wir mehr Munition tragen können. Er macht die Beatbox. Ja, diese Straßenkill-Quest. Die können wir jetzt hier noch abgeben. Kommen dafür wieder Kohle, 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 Kohle. Und bekommen eine neue Quest, Schockkristalle ernten. Und ey, da gibt es 6000 Dollar für. Und ich habe jetzt nicht ganz erkannt, wie viel EPs es dafür gibt. Wir haben einen Skillpunkt. Ich wusste jetzt nicht, soll ich Controller weiter skillen, weil die Skills, die es da gibt, sind jetzt nicht so berauschend, wie ihr hier seht. Facewalk gibt, dann heile ich mich um einen gewissen Bereich, wenn ich diesen Facewalk mache. Und es wird dann pro Skillpunkt um 1% erhöht. Oder ich kann hier den Feind verwirren, wodurch er langsamer wird, die Zielgenauigkeit. Und das letzte wäre dann auch wieder verwirren, also nur Feinde verwirren und den Facewalk, ja, bisschen verringern, Shield-Aufladung, Heilung. Schwere Situation. Hier hätte ich jetzt nach dem Facewalk eine Schadensverringerung von 14, also von keine Ahnung wie viel und pro Skillpunkt von 14%. Rechnet mal 14 mal 5. Das ist schon eine enorme Schadensverringerung, die ich nach dem Facewalk hätte. Ja, hier wird die Feuerrate erhöhen und den Elementareffekt erhöhen. Also ich glaube, ich werde keinen Talentbaum voll ausskillen. Weiß nicht, wie viele Level ich hier dann überhaupt mache, bis ich es durchgespielt habe. Aber ich gehe mal auf die Schadensverringerung. Dieser Mann, Sledge, hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst.
So, wir gucken mal, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, ich habe die falsche Quest noch ausgewählt. Ja, das war das mit den Schockkristallen. Nein, wir wollen uns ja mit Sledge treffen. Nee, wir wollen uns mit Shep treffen. So rum. Und er steht da oben. Ja, wenn ihr euch zurückerinnert an... Muss da noch so ein mutierter Mini-Psychopath antanzen. Jedenfalls war das dieser mysteriöse Typ, der dort oben an diesem kleinen Lager stand, was wir da gefunden haben, der nicht mit uns sprechen wollte. Und genau zu dem fahren wir jetzt und geben die Quest ab, beziehungsweise wird er bestimmt nur noch Quests für uns haben. So. Und er hat jetzt drei Quests für uns. Der Minenschlüssel. Wir müssen einen Minenschlüssel, also Minentorschlüssel besorgen. Ja, wir sind ja da. Dann machen Abflug. Gibt auch 3000 XP, fast 2400 Dollarsen. Und hier noch diese Windquest. Ich habe das gerade alles nicht gelesen hier im Nachvertonen. Machen Abflug, hieß die Quest. So, wir besorgen jetzt aber erstmal den Minentorschlüssel, der sich dort unten befindet. Und ich hatte überlegt, fahre ich mit dem Auto, laufe ich hin, um vielleicht noch den einen oder anderen Gegner umzuschießen oder so. Ich habe mich fürs Laufen entschieden. Vor allem könnt ihr euch dann noch mal links von uns die Pisswash-Schlucht angucken. Rechts von uns ein Berg. Geradeaus von uns schönes Bergpanorama. Also da kann man nicht meckern. Ein paar Windräder sehen wir da. Und rechts von uns haust eine Skag-Familie. Jetzt sind die Skag-Welpen schon Level 11 hier hinten, nicht mehr Level 2. Ich habe jetzt überlegt, um ein paar EPs zu machen, diese ranzupullen. Und ja, die schieße ich nicht mehr so schnell um. Also da brauche ich schon kritische Treffer wahrscheinlich. So, und jetzt probieren wir mal unser neuer Combat Rifle aus. Der, oh, Level 12 ist der hier schon. Er kann seine Scheiße, die er auf uns wirft, aber behalten. Also diese Spucker-Skaks finde ich echt eklig, muss ich ja sagen. Mit ihrem Rumgerotze da die ganze Zeit, sowas muss doch nicht sein. Ich hoffe auch mal, ich bin jetzt nicht allzu leise. Letzten Part zu laut, jetzt vielleicht zu leise. Wie gesagt, es tut mir leid. Aber ab dem 10. Part ist alles wieder optimalsen. Hoffe ich zumindest, ich habe ihn noch nicht aufgenommen. So, da hinten ist ein Psychopath, Level 10. Ansonsten sieht dieses Lager ganz schön leer aus. Oder die Feinde sind gut versteckt. Da steht noch einer. Ein Arbeiter, Level 9. Den werden wir wegsnipen. Ja, und jetzt ist die Schießerei groß. Und ich verbrauche echt viel Munition, da ich, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, pro Schuss zwei Schuss verbrauche quasi. Dadurch zwar mehr Schaden mache, aber auch einen enorm hohen Munitionsverbrauch habe. Wie man sieht, ich hatte eben noch fast 300 Schuss. Die ist schon fast weg. Und ja, hier ist Hydro, das alte Sniper-Ass. Kein Schuss getroffen. Also ich nehme auch mal an, dass das mit dem Skill zusammenhängt. Aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein, ich gucke mir gerade das Video an, während ich das nachkommentiere. Also der Munitionsverbrauch ist ja brutal bei der Waffe. Und ein Schläger. Und der steckt echt viel ein. Und da hatte ich auch schon keine Munition mehr. Wie ihr seht, ich habe noch einen Schuss drin, kann aber nicht schießen, da ich ja zwei Schuss brauche für einen Schuss quasi. Ja, jetzt ist Rechnung hoch. Er ist noch verdammt schnell dafür, dass ich ein Facebook bin, oder? So, umgenatzt.
schreit irgendwo noch so ein Lilliput darum. Den habe ich auch nicht gefunden. Und es ist zwar schön, dass die viel Geld einstecken haben, aber ich hätte gern mehr Munition. Aber zum Glück habe ich mich für eine Combat Rifle entschieden, weil da hatte ich jetzt, ist es nämlich eingetroffen, einen zweiten Munitionstypen. Aber wo ist der Lilliputaner? Ich höre ihn, ihr hört ihn. Aber wir sehen ihn nicht. Also machen wir mal die Tür auf. Und der verletzt uns. Da oben steht er, die kleine Kacksau, und bewirft uns mit, keine Ahnung, was das war. Schippen oder kleine Äxte. Und wir haben eine abgeschlossene Herausforderung. Plünderer, das Ganze gab uns 2000 XP. Das ist doch schon mal fein. Ja, ich habe es gesehen, ihr habt es gesehen. Ich habe es aber nicht gepeilt. In dem Moment, als ich das gespielt habe, da lag noch was auf dem Tisch, was grün geflackert hat. Aber dazu kommen wir später. Die zwei hatten mich überrascht. Mit denen hatte ich da nicht gerechnet. So, gibt's erstmal einen Fratzenhammer und dann ist auch schon wieder gut. Mal kurz umgucken, gibt's hier irgendwas? Geld. Money, money, money. Di, 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 di. Ich kann den Text leider nicht, außer money, money, money. Und ja, ich meine mit Money Geld und nicht den Manfred. Aber wir natzen da jetzt mal diesen Miniaturschützen um. Und was ist das? Ein brennender Psychopath. Ja, wer brennend durch die Gegend läuft, muss definitiv ein Psychopath sein. Weil immerhin, hallo, wir sind hier Wüste oder Wüstengebiet oder sowas. Jedenfalls, hier scheint es nicht allzu kalt zu sein. Und hallo, der zündet sich auch noch an. Ich hab da immer noch... Da ist er. Mutierter Mini-Psychopath. Also den Namen finde ich geil. Von den Mobs, die es hier so gibt. Ja, und dieser Facewalk, der macht extrem viel Schaden, wie man gerade gesehen hat. So, 60 Schuss für diese Waffe. Das ist ja eigentlich nur ein Gegner. Von daher werde ich, glaube ich, dann im nächsten Part von dieser Waffe hier weggehen. Auch wenn es eine epische ist. Und lila ist und so, aber nein. Zu hoher Munitionsverbrauch und dafür macht sie echt zu wenig Schaden. So, also jetzt haben wir gesehen, ich muss in dieses Haus rein. Um da noch irgendwas zu finden. Weil hier wird mir die Quest angezeigt, ich habe es wieder nicht gesehen. Ah, guck mal, da leuchtet was grün, Mensch. So, wir geben hier die Quest ab mit dem Minentorschlüssel und sollen jetzt... Ah ne, wir sollen jetzt erst den... Ja, wir hatten schon den Schlüssel. Das hat mich verwirrt, glaube ich. Wir haben jetzt hier eine andere Quest abgegeben. Keine Ahnung, was das war gerade. Na gut, wir gucken uns noch ein wenig um. Der Part geht eigentlich dem Ende zu. Beziehungsweise war er, glaube ich, schon vorbei an dieser Stelle. Aber wir haben hier noch Quests, die wollte ich noch schnell fertig machen. Mittlerweile weiß ich, das ging nicht so schnell. Aber gut, wir machen sie noch fertig. Und zwar haben wir noch... Ja, die Quest müssen wir da oben abgeben, genau. Aber, komme ich gleich drauf. Ja, wir gucken uns erst nochmal kurz um. Munitionskisten, sehr schön. Also mit dieser Waffe ist mir die Munitionsknappheit zu hoch. Da mache ich lieber mit einer normalen Waffe denselben Schaden. Mit definitiv weniger Munitionsverbrauch. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier... Die Quest mit den Turbinen aktivieren. Das werden wir jetzt als nächstes tun. Ja, ihr habt es schon wieder gesehen. Ich habe es jetzt im Nachhinein auch gesehen.
Aber als ich es gespielt habe, war ich mal wieder blind. Und wir müssen da hoch, um die Turbine für die Windräder einzuschalten. Ich versuche mich jetzt hier mit Sprüngen wieder hoch zu quälen. Was man immer so im Nachhinein sieht, wenn man sich das Video anguckt, weil man da auf ganz andere Sachen achten kann, als wenn man es gerade live spielt. Aber ich kam nicht hoch, hab mich dann doch dazu entschlossen, Mensch, komm, guck dich nochmal genauer um, hier muss es definitiv einen anderen Weg geben. Es kann nicht sein, dass du dich da so hochquälen musst. Aber ich habe das nicht extra gemacht, um den Part hier unnötig in die Länge zu ziehen. Sondern nein. Ah, sieh mal einer an. Die schreien mich zwar an, aber sie haben mich nicht gesehen. Hoffe ich jedenfalls, dass sie mich nicht gesehen haben. So, jedenfalls sind wir jetzt hier oben. Und, Turbine aktiviert. Aufgabe erfüllt. Bleiben noch zwei andere Turbinen. Hoffentlich komme ich da einfacher hin. Und das die Windräder drehen sich. Und komm, ich weiß, ich habe den Part schon lange überzogen, aber wir machen jetzt noch diese Quest hier mit den Turbinenrädern wenigstens fertig. Und ja, jetzt auf Anhieb die Treppe gefunden. Also man merkt mittlerweile, dass ich doch schon Highskilled bin in diesem Spiel. Ich kapiere, dass ich lieber Treppen hochgehe, als mich irgendwo versuche, mit Sprüngen lang zu baggen. Und hätte ich es vorher gewusst, dass man da die Turbinen aktiviert, weil, wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, hier standen wir vor kurzem noch drauf und sind da fröhlich runtergehüpft. Hätte ich es gewusst, hätte ich gerade den Schalter gedrückt, wenn wir schon mal da waren, aber da sind wir nochmal zurückgelaufen. So, und da ich den Part echt lang überzogen habe, habe ich mir hier gedacht, Mensch, das nächste Mal fährst du dann doch lieber mit dem Auto, als hier hinter zu latschen, weil jetzt muss ich wieder unnötig Zeit verplempern, indem ich den kompletten Weg wieder zurücklaufe, weil ich musste ja speichern, bevor ich diesen Part beende. Skugs sind keine in der Nähe, das ist schon mal gut. Ganz da hinten, aber die werden uns nicht sehen. Also werden wir frohen Mutes hier den Berg hinauf watscheln. Mal schnell nachladen, man weiß ja nicht, was auf dem Weg so alles auf uns wartet und lauert. Es wird immerhin dunkel und wir haben Angst. Aber wir haben es gleich gepackt. Es ist nicht mehr weit, wir sehen die Lichter. Freut ihr euch auch so, wie ich mich freue? So, da sind wir nun. Und wir geben die Quest ab. Und machen Abflug. Dann wissen wir, die Quest haben wir noch. Ja, das ist da drin. Ich habe gedacht, komm, ich weiß, du hast den Part überzogen. Guckst aber nochmal schnell da oben rein. Vielleicht kannst du da direkt die Quest abgeben. Das wäre ja einfach gewesen. Und wir laden und warten auf Daten. Und das ist auch schon geschehen. Kurzer verwirrter Blick, wo bin ich hier überhaupt? Mal auf die Karte geguckt. Ach, ganz da hinten darf ich die Quest abgeben. Das ist ja schön. Da wühle ich nochmal kurz in der Kacke rum. Schau mal, was es hier so an Schilden gibt. Irgendwie bin ich schildgeil. 150er Schild. Aber verdammt, das sehe ich ja jetzt erst. Die haben ja brutal schnelle Aufladezeiten. Aber egal, gespeichert wurde. Ich verabschiede mich aus dem Part. Wir sehen uns in Part 10.